Was geht ab, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Verlängerung, Leute. Ja, Kylian Mbappé hat sich endlich zu dem Wechsel zu Real Madrid geäußert und hat sich natürlich auch in Bezug auf den Abschied bei PSG ordentlich dazu geäußert, denn er sagte, ich hatte 4 außergewöhnliche Jahre bei Paris Saint-Germain. Es könnte jetzt wohl der heißeste Transferpoker des Sommers werden, wenn er nicht jetzt schon entschieden ist, Leute. Denn PSG-Star Kylian Mbappé wird seit Monaten von Real Madrid umworben. Seit Monaten gibt es Transfergerüchte, dann heißt es, okay, das ist fix und so weiter und so fort. Es ist noch nicht fix, ne? Real Madrid oder PSG muss es erstmal offiziell bestätigen. Aber es sieht mehr und mehr danach aus, dass ein Wechsel in die spanische Hauptstadt für den Weltmeister ernsthaft in Betracht kommen könnte. Ich war hier immer glücklich und habe 4 außergewöhnliche Jahre bei PSG gehabt, sagte der Stürmer. Und ja, das klingt schon fast nach einem Abschied, wenn wir das wirklich so 1:1 interpretieren wollen. Und ja, Mbappé, der in Paris noch einen Vertrag bis 2022 hat, sagte aber auch, dass derzeit noch Gespräche zwischen seinen Beratern und PSG laufen würden. Das heißt, wie gesagt, so offiziell ist es nicht. Aber Kylian Mbappé wird zu hoher Wahrscheinlichkeit zu Real Madrid wechseln. Und französische Medien gehen davon aus, dass der Tag, an dem Mbappé in Paris nicht verlängert, ein weiterer Hinweis für einen Realwechsel ist. Und da stehen bestimmt noch andere Vereine im Raum, aber Real Madrid und Kylian Mbappé, das sind die Gerüchte, die einfach schon seit so vielen Monaten im Raum stehen. Und wenn er wechseln sollte, dann höchstwahrscheinlich zu Real Madrid, wenn diese natürlich momentan für die Kosten aufkommen können. Und ja, Präsident Nasser Al-Khelaifi ist derweil weiter fest davon überzeugt, dass Mbappé, wie er der Le Parisien sagte, ich sage immer, Mbappé ist ein PSG-Spieler. Er wird zu 100% bei PSG bleiben. Ich mache mir keine Sorgen. Er ist Pariser, er ist Franzose, er liebt Paris. Wir haben kein Problem. Er sagte nach dem Pokalgewinn, er liebt Paris und will immer in Paris bleiben. Nach dem verpassten Meistertitel im Fernduell gegen Lille gab es für Kylian Mbappé zumindest noch einen kleinen Trost, indem er die Auszeichnung als bester Spieler der Saison erhielte. Zudem wurde er mit insgesamt 27 Treffern zum Torschützenkönig. Und ja, wenn er vom Cher von PSG eventuell ein paar hundert Millionen irgendwie noch in die Tasche kriegt, vielleicht bleibt er. Wer weiß. Ich bin gespannt drauf. Eure Meinung würde mich interessieren. Und wir sehen uns bei der nächsten Verlängerung.